Hallo und herzlich willkommen zum Tag 4 des Steam Summer Sale. Heute mit dem Tagesangebot von Kerbal Space Program. Das Ganze ist eine Weltraum- oder ja, es ist eigentlich keine Weltraumsimulation, sondern eher eine Universum- und Physiksimulation. Das Ziel in dieser Simulation ist es, ein Raumschiff zu bauen und dann von der Erde aus auf andere Planeten vorzudringen und da auch zu landen oder halt einen Satellit zu bauen, dann eine Umlaufbahn um die Erde. Es ist ein sehr interessantes Spiel, hat auch teilweise sehr realistische Anforderungen, also man muss wirklich genau planen, wie man seine Rakete bauen möchte, wie viele Stadien die hat. Das heißt, am Anfang hat man vielleicht Feststofftanke, die man braucht, um die ersten 10 Kilometer zu überwinden. Danach wirft man die ab, dann werden die nächsten Raketendüsen gezündet und so weiter und man hat dann halt diese kleine Kerbals und die kann man dann halt mit in die Rakete packen. Man kann sich Fahrzeuge basteln, womit man dann auf dem Mond zum Beispiel rumdüsen kann. Man kann sich allerlei mögliche Sachen bauen. Es gibt auch einen Workshop dafür, wo es dann zusätzliche Sachen gibt, die einem das Spiel noch etwas komplexer machen, beziehungsweise noch mehr Sachen hinzufügen. Also, das Ganze ist noch in der Early Access Beta, das heißt, es ist noch nicht fertig, es wird immer noch dran geschraubt, es kommt immer wieder Neues dazu und ist durchaus einen Blick wert. Also für 13,19 € kriegt ihr ein Spiel, das im Umfang eigentlich ziemlich groß ist. Ich würde euch das Ganze eigentlich empfehlen. Ich habe selber auch schon gespielt, ich mag es sehr. Am besten ist, wenn man dazu am Anfang mal ein Let's Play schaut oder sich vorher informiert, weil sonst hat man absolut keine Ahnung, was man da überhaupt tut. Dann geht's weiter, Arma 2. Das Ganze ist eine Simulation, ein Militär-Shooter. Und zwar eine der realistischsten Simulationen. Also das Ganze wird entwickelt und wird teilweise auch vom Militär genutzt, zur Ausbildung, von Taktiken und so weiter. Wenn man da halt einen Schuss abkriegt, dann wird man da nicht mehr laufen können und so weiter. Also es ist wirklich ein Hardcore-Spiel. Da muss man sich drauf einlassen können. Also man muss genau wissen, worauf man sich da einlässt. Das ist kein Spiel für Casual, das ist kein Spiel wie Call of Duty, da geht es wirklich um die Wurst, also ein Treffer und man ist flach. Zudem gibt es bei Arma jetzt auch die DayZ-Mod. Da wird halt auch fleißig gemoddet für Arma. Das Ganze ist aber jetzt dann auch als Standalone erhältlich in den nächsten Wochen und deshalb vielleicht nicht mehr so ein Mehrwert für Arma. Ob ihr das Ganze spielen möchtet, das ist euch überlassen. Also es gibt ein komplexes Arsenal an Waffen. Es gibt Fahrzeuge, es gibt Helikopter, wirklich alles Mögliche. Aber es ist halt schwierig. Dann geht's weiter, Total War, Shogun 2. Das ist ein Strategiespiel mit einer Weltkarte, wo man dann seine Gefechte aber in Echtzeit austragen kann. Darin kriegt ihr halt Aufgaben oder man muss halt dann in der Mission Japan und so weiter erobern. Man breitet sein Imperium aus sozusagen. Das Ganze ist angelehnt an Civilizations, also wirklich stark auf Runden basiert und halt nur die Kämpfe in Echtzeit. Das muss man mögen. Es ist aber sehr interessant, wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst. Zu empfehlen für alle, die Strategiespiele gerne mögen, die aber mehr mit den Parteien und so sich auseinandersetzen möchten und nicht etwa Base Build, denn das gibt es da nicht. Dann gibt es Portal 2.
Also, wer Portal 2 noch nicht kennt, das ist ein Spiel mit, also ein Denkspiel eigentlich, ein Rätselspiel mit Portalen. Das heißt, man kriegt eine Portalkanone und kann dann an zwei Wänden ein Portal machen und das ist dann miteinander verbunden. Und damit lassen sich richtig tolle Rätsel erstellen. Man muss Teil 1, also Portal 1, nicht gespielt haben für Portal 2. Portal 1 war eher so ein Proof of Concept, also eher ein Test, der halt mal geschaut wurde, ob das überhaupt in der heutigen Spielergesellschaft Fuß fassen kann. Und mit Portal 2 wurde ein Meisterwerk geschaffen, also ein wirklich gutes Spiel. Das sollte man sich unbedingt mal anschauen. Dann das Sanctum 2, das ist der Nachfolger von Sanctum. Das Ganze ist ein Tower Defense mit dem kleinen Twist, dass man selbst als Figur mitspielt, und zwar als Scharfschütze oder als Gewehrschütze. Und man kann dann die Monster abschießen, kriegt dann dafür was und kann damit dann wieder Tower aufbauen, beziehungsweise sein Maze ausbauen, damit die Monster es schwieriger haben, durchs Maze zu kommen und dass ihr mehr Zeit habt, die abzuschießen. Das Ganze ist nicht ein Top-Spiel für 7 €. Naja, also wer gerne Tower Defense mag und auch gerne Shooter, der sollte sich da mal umsehen. Es ist aber nicht ein super Spiel, also ich würde es jetzt mal nicht für jeden empfehlen, sagen wir es so. Dann geht's weiter. Fallout New Vegas. Das ist ein ausgezeichnetes Spiel. Ein wirklich tolles Spiel. Also für 2,50 € solltet ihr das unbedingt mal kaufen. Das Spiel ist ein Rollenspiel mit, ja, es ist halt ein Shooter. Das Ganze spielt in New Vegas und man spielt als einen Kurier, den man eigentlich hingerichtet hat. Man hat es aber überlebt und man kann jetzt durch diese Welt streunern und Sachen entdecken. Also Fallout New Vegas hat mir extrem gefallen. Es gibt so viele Sachen zu entdecken an jeder Ecke. Das ist praktisch wie in Skyrim. Also man findet überall Sachen. Und hier gibt's eine kleine Quest und da gibt's was und wenn man hier irgendwas findet, dann muss man das mal mitnehmen und rätseln, wo das denn eigentlich hingehört und ganz am anderen Ende der Welt findet man plötzlich eine Person, die das vermisst hat oder die das noch braucht. Es ist ein wirklich klasse Spiel. Also jeder sollte sich das mal anschauen. Wenn ihr gerne Shooter habt, könnt ihr das Ganze spielen in Echtzeit. Wenn ihr nicht so gerne Shooter habt, aber RPGs gerne habt, dann könnt ihr das holen. Ihr könnt den Kampf auch pausieren und dann sagen, welches Körperteil der Spieler anvisieren soll und dann macht er das automatisch. Und damit ist eigentlich allen gedient. Dann geht's weiter. Hitman Absolution, das neueste Hitman in der Serie. Ein sehr starker Titel, wie ich finde. Es ist jedoch nicht ganz mein Geschmack, also ich stehe nicht so auf die Hitman-Spiele, wie ich hier im neuesten Teil wieder feststellen musste. Wer so was mag, dem sei das wirklich ans Herz gelegt. Darin spielt ihr einen Assassine, der ein Ziel hat, also ihr müsst eine Person umbringen oder so. Und dann müsst ihr halt durch dieses Level kommen. Am besten ist, wenn ihr das Ganze macht, ohne dass man euch überhaupt einmal entdeckt. Mit Assassine meine ich nicht, dass man sich überall rumschleicht wie bei Dishonored, sondern man kann Wachen ausschalten und zwar betäuben und dann ihre Kleider nehmen und sich dann verkleiden und dann als diese Wache weiterlaufen oder als Person halt. Man muss halt schauen, dass man möglichst wenig Aufmerksamkeit erregt und die seine Ziele erledigen kann. Dann geht's weiter. Remember Me. Das ist ein Spiel, das habe ich noch nicht gespielt. Das ist auf meiner Liste. Das Ganze ist ein Actionspiel in der Zukunft. Jeder hat einen Chip im Kopf und man kann Gegner hacken, also zum Beispiel einen Gegner, den
Kopf zertrümmern, indem man den Chip überlastet und so weiter. Also das Ganze soll ein solides Spiel sein, jedoch mit Schwächen. Die Kämpfe seien immer gleich und auch nicht wirklich herausragend, würde ich jetzt mal sagen. Also für 24 Euro würde ich das jetzt vielleicht noch nicht kaufen. Jedoch ist das meine Meinung und ich habe auch nur das Review dazu gelesen und habe es noch nicht angespielt. Also das kann auch was anderes sein, als ich jetzt hier mutmaße, sage ich jetzt mal. Dann Eador, das habe ich nicht gespielt. Das ist ein Greenlight-Titel, das heißt, der Titel wurde von der Community in Steam gewotet. Es ist ein Strategiespiel, auch mit einer Übersichtsmap, so ähnlich wie Shogun. Eher würde ich jetzt an Dicepulse anlehnen. Und ja, mehr, viel mehr kann ich dazu halt nicht sagen. Da müsst ihr ja selber mal reinschauen. Dann Sims 3. Das Ganze brauche ich wohl nicht groß erklären. Sims kennt also ist eines der meistverkauftesten Spiele dieser Welt. In Sims spielt man eine Familie oder einen Sim, baut sich ein Haus und muss dann halt arbeiten gehen, damit man Kohle kriegt, damit man ein größeres Haus bauen kann, damit man seine Familie aufbauen kann und so weiter. Also ein Spiel, eine Simulation würde ich jetzt eher sagen. Es hat seine Reize, jedoch endet das Ganze eigentlich immer darin, dass man entweder A, seine Sims im Pool ersäuft, B, seine Sims in einem Zimmer einsperrt ohne Essen und Trinken, oder C, in einem Zimmer mit einem Kamin einsperrt und sie verbrennen lässt. Ja, das wäre es eigentlich auch schon vom Summer Sale für heute. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen und bis morgen.